weg. Schade. Herzlich willkommen beim Anglerbord TV. Eine neue Folge. Wir sind mal wieder im Wasser. Diesmal begleitet mich wieder Arnulf Ehrchen. Moin. Arnulf hat einen Lieblingsfisch. Das ist der Hecht. Den beangelt er ganz gerne beim Schleppen, beim Werfen mit Kunstködern. Aber heute möchte ich was anderes machen. Was ist das? Genau, Kunstköder sind heute zu Hause geblieben. Wir angeln heute auf Hecht. Irgendwie ja klassisch mit Köderfisch, mit liegenden Köderfischen auf dem Grund. Und das Ganze mit einer schönen Köderauswahl. Ich glaube, das kann ganz spannend werden. Ja, und dann möchtest du uns nachher noch ein paar Details zu erklären, wie du es genau machst. Die Routen sind schon drin. Wir schauen mal, ob da was geht. Und dann sehen wir uns gleich. Das hoffen wir. Eins bleibt auch beim Angeln mit Köderfisch auf Hecht, wie beim Kunstköderangeln, eine gute Köderauswahl ist sinnvoll. Heute servieren wir den Hechten das Ganze auf dem Silbertablett und zwar sowohl mit Köderfischen aus dem Süßwasser als auch Salzwasserfischen. Gehen wir mal das durch, was ich hier auf dem Tablett habe. Ein wunderschöner Stent. Die Stente, die fange ich nicht selbst, die jage ich halt an den Fischtheken Deutschlands. Gibt aber auch Möglichkeiten, die gefrostet zu bestellen. Dann habe ich einfach aus dem Supermarkt, die gibt es da zum Essen normalerweise für uns, aber auch perfekt für Hecht. Sardine dabei, das hier ist das Schwanzstück von der Makrele, aus dem Fischladen. Genauso kommen natürlich klassische Köderfische in Frage, die man sich auch selber fangen kann. Das kann aus dem Frühjahr Hering sein, das sind jetzt große Herbstheringe, habe ich von der Fischtheke. Die werde ich sicher nicht ganz verwenden, sondern da schneide ich mir dann was Passendes zurecht. Die sind jetzt noch gefroren. Was die Süßwasserfische angeht, habe ich Rotfedern dabei und hier Barsche. Das ist ganz schön mal zu sehen. Ich mache mir da wirklich Mühe. Die Barsche fange ich mir selbst mit einem Würmchen, mit einem kleinen Kunstköder. Macht ja auch Spaß. Ich vakuumiere die dann in sinnvollen Packs, sodass ich nicht zu viele mitnehme. Und ich friere die halt auch nicht im Klumpen ein, dass ich die im besten Fall hier mal eben ein bisschen hin und her, dass ich die einzeln entnehmen kann. Da Köderfische gerade die wir kaufen, natürlich auch Geld kosten, macht es Sinn, die so aufzubewahren, dass man die, wenn man sie nicht verwendet hat, wieder wegfrieren kann. Da ist wirklich eine kleine Kühltasche, finde ich, ein absolutes Muss. Das hier ist eine, die von der Größe für mich wirklich perfekt passt. Da kriege ich jetzt, selbst heute habe ich ordentlich was mit, kriege ich genug Köderfische rein. In diesem Fall kühlen die sich selber, ist sowieso kalt, wir sind ja im Winter jetzt. Da ist es kein Problem und sonst kommen da halt so Kühlakkus mit rein, die man im Froster eben auch durchfriert. Das ist gar kein Problem. Also, schöne Köderauswahl. Wenn Köderfische zu groß sind, kann man die ohne Probleme, egal ob Süßwasserfisch oder Salzwasserfisch, kann man sich die zurechtschneiden. Kopfpartie abnehmen, kann man klein schneiden, noch anfüttern und dann das Ganze eben so anködern, dass es ein Maulgerechter haben wird. Die Anköderung ist egal, ob ich mit einer Laufbleimontage fische, das ist die eine Variante, oder eben mit einer Posenmontage, immer die gleiche. Ich verwende ein System mit zwei Drillingen und ziehe mit der Ködernadel das Vorfach hinten durch den Fischschwanz. Der Stint hier, den ich in der Hand halte, der ist schon aufgetaut. Also ist es relativ einfach. Ich versuche möglichst mittig aus dem Schwanz wieder rauszukommen mit der Ködernadel. Das ist jetzt so eine ganz normale mit einer Klappöse. Dann kommt das Vorfach ins Spiel. Vorfächer haben alle eine Schlaufe am Ende zum Einhängen nachher in den Karabiner meiner Montage. Schlaufe einlegen, vorsichtig durchziehen. Damit das nicht so aufreißt, stecke ich bewusst die Klemmhülse da schon mit rein. Ködernadel kann weg. Dann verankere ich den Drilling schön tief drin, Stände sind weich genug, bisschen gummiartige Konsistenz, also die fliegen auch nicht so leicht ab beim Werfen. Einen Haken setze ich in den Bereich, wo ich mit der Ködernadel reingegangen bin, und einen Richtung Kopf, weil schlucken wird der Hecht den Stint in diesem Fall mit dem Kopf voran. Und da ich schnell anschlagen möchte, um die Fische nicht unnötig tief zu haken,
geht einer immer Richtung Kopf, einer dann weiter hinten auf die Flanke. Da ist noch ein Kram drauf, nicht so schlimm. Und so sieht das Ganze dann aus. Vorfach einhängen, an die Posenmontage oder eben an die Laufbleimontage. Bei großen Köderfischen, wie diesen 300 Gramm Heringen hier, ist es natürlich sinnvoll, sich die so zurechtzuschneiden, dass man die zum einen werfen kann. Die Ruten wollen wir ja auch nicht überlasten beim Auswerfen. Und zum anderen wollen wir einen Köder kreieren, der gut reingeht ins Hechtmaul. Also, Schere oder Messer. Das ist jetzt der Vorteil, dass sie einzeln entnehmbar sind. Großer, ganzer Hering. Dann kann man überlegen, wie groß das Stück sein soll. Ich sag mal, das hier ist groß genug. Und dann einfach mit einem stabilen Messer einmal abschneiden. Hier kriege ich jetzt zwei Drillinge drauf. Das ist ein maulgerechter Happen. Schon für etwas größere Hechte, aber 50er wollen wir auch nicht fangen. Zwei Montagen verwende ich, wenn ich mit liegenden toten Köderfischen auf Hecht angel. Das hier ist jetzt die Posenvariante. Dafür setze ich schöne lange Hechtwackler ein. Wenn ich vom Ufer aus fische, dann definitiv Modelle, die keine eigene Beschwerung haben. Ich habe ganz normal einen Stopper, Fadenstopper, in diesem Fall auf der Schnur. Ich bin ein großer Freund von Fadenstoppern. Ich lasse auch die Enden immer ein bisschen länger. Das gibt mir die Möglichkeit, immer noch mal nachzuziehen, wenn der Stopper sich ein bisschen gelockert hat. Stopperperle, dann kann man einen Wackler wie diesen, der hat unten ein Wirbelchen dran, natürlich auch einfach direkt auf die Hauptschnur fädeln, damit ich den Wackler die Hechtpose aber wechseln kann. Nehme ich hier so einen Dreifachwirbel mit einem Karabiner dran, dann kann ich auch zum Abbauen der Ruten beispielsweise den Wackler, die sind ja doch empfindlich, die Posen, einfach ausklinken und wie gesagt jederzeit auch den Wackler wechseln. Dann habe ich über dem Wirbel, der als Verbindung zum Schleiferfach dient, habe ich ein Blei. Das ist jetzt ein Wackler, der ca. ja, 12 Gramm vielleicht Tragkraft hat. Das ist ein 10 Gramm Blei. Und das habe ich hier unten mit Hilfe von einer Gummiperle habe ich das auf dem Wirbel fixiert. Also das ist ein ganz pfiffiges Blei. Ich glaube, das ist aus dem Raubfischprogramm von Spro. Das hat extra eine Aushöhlung hier, wo eine Gummiperle reinpasst. Die Gummiperle gibt es dazu. Die lässt sich oben auf das obere Wirbelöhr auffädeln. Und wenn man das Blei dann drauf drückt, ist das fixiert. Warum fixiert? Das Blei liegt später auf dem Grund. Und ich möchte, dass der Fisch das Blei, wenn er den Köderfisch nimmt und damit ja anhebt, den liegenden, dass er das Blei mit anhebt, damit die Pose eben schön aus dem Wasser wächst, sich hinlegt und dann zur Seite ziehen kann. Alternativ kann man, was das Blei angeht, natürlich auch eine Gummiperle setzen, ein einfaches Kugelblei, Laufblei auf jeden Fall, darunter schieben und das Ganze mit einem Gummiposenstopper fixieren. Auch so erreicht man genau diesen Effekt. Egal welche Variante ihr davon wählt, einfach das Vorfach dann, das ist immer so eine Länge von ja, mindestens 50 cm, lieber ein bisschen länger, falls sich ein Fisch im Drill mal einweckelt, dass er halt nicht an die Schnur kommt mit den Zähnen. Also 50, 70 cm. Drillinge, das ist bei mir meistens Größe 6, wenn ich kleine Köderfische verwende, auch mal Größe 8. Im Extrem bei wirklich großen Köderfischen, ein ganzer mittelgroßer Hering, vielleicht auch mal mit 4er Drillingen. Und dann ist die ganze Montage eigentlich schon erklärt. Bisschen was zu den Posenmodellen, das sind jetzt alles Wackler, die ich dafür einsetze. Also Schnurführung mit einer Öse am unteren Ende. Ist immer schön, wenn die unten frei drehbar sind, aber ist auch nicht schlimm, gerade in der Variante, die ich verwende mit diesem Dreifachtörnchen und dem Karabiner, wenn das nicht der Fall ist. Fürs Angeln vom Ufer, wie gesagt, unbeschwerte Modelle. Wie ich die dann in Position bringe, das zeigen wir euch etwas später. Und ich angel gerne auch im Dunkeln, also entweder noch morgens, bevor die Sonne aufgeht, bevor wir Licht haben, oder eben auch in die Abenddämmerung rein, bis zu echten Nachtstunden. Da ist es natürlich super, wenn sich, wie bei diesem Modell hier, oben Knicklicht einsetzen lässt. Dann haben wir auch im Dunkeln eine vernünftige Bissanzeige. Das hier ist jetzt ein vorbeschwerter Wackler. Den setze ich aber wirklich nur dann ein, wenn ich ins Boot gehe. Weil da ist es durch die Bewegung des Bootes, selbst vor zwei Ankern ist da immer ein bisschen Bewegung drin, lässt es sich halt nicht vermeiden, dass die Pose immer ein bisschen Zug kriegt. Mit dieser
Montage mit aufgelegtem Blei ist das alles dann ein bisschen schwieriger mit der Bissanzeige. Deshalb setze ich da auf Posen, die von alleine stehen. Dann lässt sich das alles viel leichter machen. Also noch ganz kurz was zur Tiefeneinstellung. Ich stelle die Pose immer deutlich tiefer ein als die Wassertiefe, also mindestens einen halben Meter mehr, da ich ja nachher die Schnur dann straffe, um den Wackler hinzustellen. Ist das gar kein Problem, geht jetzt auch nicht um Präzision dabei. Das stellen wir alles nachher über den Zug auf die Pose ein. So, werfe ich die mal neu. Zum Einstellen der Pose finde ich Freilaufrollen sehr praktisch. Freilauf also einschalten, dann zieht man nicht aus Versehen an der Pose. Legt die schon mal auf die Ablage und jetzt kann man über den Freilauf prima die Spannung auf die Schnur bringen und achtet dann darauf, dass die Pose sich schön hinstellt. Und beim Biss ist der Freilauf natürlich auch praktisch, dass der Fisch den Aufbau natürlich nicht ins Wasser ziehen kann. So, gleich geschafft. Und steht. Die zweite Variante, die zum Einsatz kommt, ist eine Laufbleimontage. Ich habe das jetzt hier ein bisschen exklusiv gestaltet mit so einem Stab im Auftriebskörper. Das heißt, die Öse, wo die Hauptschnur durchläuft, ist immer etwas über Grund. Das Ganze dahinter ist die Idee, wirklich einen freien Schnurdurchlauf hinzukriegen. Ist hier unten gestoppt mit so einem Gummiteil. Da würde eine einfache Gummiperle auch reichen, aber das hier ergibt noch einen schicken Winkel beim Werfen, alles gegen Verwicklung. An diesem Stab lässt sich unten einfaches Wirbelblei einklinken, das ist jetzt ein 50 Gramm Blei. Das ist auch so das mindeste Gewicht, was ich verwende, 50 bis 80 Gramm ist die Gewichtsklasse, in der ich dann meistens unterwegs bin. Freier Schnurdurchlauf ist halt wichtig. Man kann das natürlich auch ganz einfach machen, Wirbelblei, eine Gummiperle als Knotenschutz. Und dann der Wirbel als Verbindung zum Vorfach. Hier ist jetzt eine Rotfeder dran, bringt noch mal ein bisschen Farbe und ist auch noch mal eine Variante zu den Meeresfischen, die ich auf die anderen Routen gesetzt habe. Meine zweite Grundrute habe ich gerade neu geworfen. Ich nutze jetzt auch den Freilauf der Rolle zum Ablegen. Lege die vorne auf den Bissanzeiger, positioniere die dann in richtigen Entfernung. Hinten ist sie ein bisschen gesichert hier durch die Gummierung bei der Rutenauflage. Und das ist jetzt das Praktische an der Freilaufrolle. Diese Bissanzeiger, die man zum Hechtangeln im toten Köderfisch verwendet, diese Backbiter, hängt man halt von hinten ein. Kann jetzt hier über den Freilauf den wirklich direkt unter der Rolle positionieren. Die Schnur ist gespannt. Geangelt wird das Ganze mit offenem Bügel. Den kann ich jetzt aufmachen. Die Schnur ist hier in dem Schnurclip von dem Backbiter fixiert. Und Sinn der Sache ist, dass wir möglichst minimalen Widerstand bei der Köderaufnahme, beim Biss haben. Das heißt, so wie der Fisch zieht, löst der easy, demonstriere das mal, hier eben die Schnur aus dem Clip und dann kann er mit freiem Bügel, offenem Bügel, kann er halt prima abziehen. Jetzt ist es eigentlich nur noch Pieper einschalten und warten.
Ja, am ersten Platz hatten wir nicht so den Erfolg, Arnulf. Wir haben jetzt ein paar Stunden das da probiert, keinen einzigen Biss bekommen. Dann ist es eindeutig Zeit zu wechseln. Das bleibt halt Hechtangeln, Fische suchen. Hier ist es außerdem so, dass wir deutlich tieferes Wasser anwerfen können. Vielleicht ist es auch so, dass die Fische, ist wirklich kalt geworden, wenn wir jetzt 1-2 Grad nur plus, dass sie einfach im Tieferen stehen und das können wir von hier aus auch anwerfen, solche Bereiche. Von daher bin ich hoffnungsvoll, dass das hier gleich noch anerkommt. Ja, wir sind einmal um den See gefahren, einmal gewechselt schnell, ging mit wenig Gerät relativ fix. Und zwei Routen sind schon drin. Ich würde sagen, die letzte Route hauen sie rein, dass wir noch einen rausholen, oder? Ja, die geht jetzt so auf fast 3 Meter an die Kante. Gucken wir mal, ob da einer vorbeikommt. Ja, der Angeltag ist vorbei. Es war ein kalter Angeltag, auch ein zäher Angeltag. Dein Fazit, Arnulf? Also das war heute mal nix, kein Biss. Super ungewöhnlich. Toter Köderfisch auf Grund ist in der kalten Jahreszeit wirklich das Erfolgreichste, was wir hier bisher gefischt haben. Von daher, glaube ich, gibt es nur eine Lösung. Müssen wir nochmal wiederkommen. Ja, das ist Angeln. Man fängt nicht jeden Tag, aber wir kommen wieder und dann fängst du hoffentlich einen schönen Hecht. Das ist das Ziel. Bis dahin. Bis denn. Jetzt wird spannend. Erster Biss. Das müsste die Sardine sein. Relativ flaches Wasser. Werden wir gleich mal versuchen. Ist dran. Macht auch ein bisschen was. Und Haken raus. Hing relativ knapp, aber wir freuen uns. Erster Fisch, Sardine, der ist auch gut im Futter jetzt. Schon ein richtiger Winterhecht. Sehr schön. Da ist er. Wunderschöne Wintersonne. Und meine Finger verraten mir eins, das Wasser ist auch nicht warm. Toll. So, willkommen zurück. Zweiter Versuch, den ersten Fisch. Das ging zum Glück recht schnell, habt ihr gesehen. Wir haben wunderbare Wintersonne und die Rute wieder mit einer Sardine muss natürlich jetzt gleich wieder rein. Thank you.
Ja. Ja, heute läuft das deutlich besser. Zweiter Fisch, der ist auch ein bisschen größer. Köder diesmal war ein Stint, auch wieder an der Grundbleimontage. Schön gepiept und der Anschlag hat gesessen. Klasse. Ja, schick. Bisschen größer ist er. 77. Vernünftiger Fisch. So macht das Spaß. Ja, Arnulf, der erste Tag, den wir hatten, der war ja nicht so erfolgreich. Heute sind wir nochmal hier, Mitte Januar. Und dein Fazit? Also heute hat das Wichtigste geklappt. Fische fangen, Methoden zeigen ist schön, Fische fangen ist noch schöner. Mit vernünftigen Fischen heute alles in Ordnung, zum Teil Traumwetter. Ich glaube, runde Sache. Ja, also echt schöne Fische gesehen. Wir haben gesehen, die Methode funktioniert. Tolle Hechte bis Ende 70 cm. Ja. Richtig schön. Wenn es euch gefallen hat, dieses Format, Deadbaiten am See, am Grund angebotene Köderfische, lasst mal einen Daumen da, gebt uns ein Abo. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Jesko und Arnulf. Ciao. Ciao.